kleiner Trick von mir. Eisbad vorbei, der Tag kann starten. Also heute machen wir auf jeden Fall ein dopes Bauchtattoo, und zwar werden wir uns heute mal angucken, ob man über Narben drüber tätowieren kann. Das ist nämlich, das sieht man nicht allzu oft, aber das ist ein Tattoo, was weggelasert wurde, und das ist natürlich ein bisschen vernarbt. Das heißt, da gucken wir mal heute, ob man da gut drüber tätowieren kann, ob das gut angenommen wird, die Farbe. Und generell, ob denn so ein Bauchtattoo da unten Schmerzen bringt. Ja? Und ansonsten gucken wir mal, was sonst noch so abgeht. Boah, spirituell ist immer so ein schwieriges Wort, finde ich. Aber ich habe selbst immer so ein bisschen so einen esoterischen Hang gehabt. Und ich würde einfach sagen, das sind so Routinen, die baue ich immer gerne in mein Leben ein, um eher während dem normalen Alltag einfach so meinen Fokus auf das zu richten, was mir wichtig ist. Und ja, Dankbarkeit auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Alles ganz cool, es riecht jetzt ganz gut, und so räuchern wir erstmal ein bisschen. Und es ist auch ganz gut, um die bösen Geister zu vertreiben. Alright. Fangen wir jetzt gleich an. Dion, spice it up. Als Flashback für die Kindheit halt. Damals mit Kirche und so und Weihnachten. Geht voll lustig, ja, weil wir Jungs aus Bayern, wir kennen uns ja noch von früher aus Würzburg, wir sind so streng katholisch erzogen, da ging es immer Sonntag in die Kirche und so, ne? Immer. Voll lustig, ja, man erinnert mich, aber ist auch so bei mir, Weihrauch erinnert mich immer an die Kirche, ich habe das früher schon immer geliebt so. Müssen wir gucken, dass wir ein bisschen runtergehen, weißt du, weil drüben haben wir nicht so viel Platz, weißt du, wegen dem anderen hier, ne? Okay, das gucken wir uns mal gleich oben an. Oh no, Backwall. Wir sind da schon mal über die Narbe drüber. Man merkt das definitiv, dass ich so Narbengewebe oder Haut, wo halt schon mal tätowiert wurde und wo das vernarbt ist, und vor allem da jetzt auch vom Lasern, dass sich das anders verhält. Deswegen ist auch der Grund, warum ich jetzt die ganze Zeit fast ausschließlich mit einem Liner schattiert habe. Normalerweise hätte ich da viel softer mit einer Magnum, mit einer Breitnadel schattiert. Abgesehen davon, dass das so seinem Stil eh besser passt. Und hier, wo man das jetzt so ein kleines bisschen sieht, oder bei dem Arm von dem Engel und so, da werde ich wahrscheinlich im Nachhinein, da werde ich dem Engel wahrscheinlich so ein paar Tattoos verpassen. Und dann schimmert das da auch nicht mehr so durch. Aber der Rest hier drumherum werden wir auf jeden Fall einen geilen Hintergrund legen. Das wird man gar nicht mehr sehen. Zudem kommt später am Ende noch Weiß rein. Der Kollege, der ist auf jeden Fall sehr, sehr schmerzfrei. Also die Stelle an der Rippe an der Seite, das tut schon ganz schön weh, aber der ist auf jeden Fall eiskalt, Alter. Okay.
Schokolade, Vanilla, Choc Chip oder Double Choc, Walnüsse. Was meinst du, Enza? Walnuss. Walnuss? Okay, dann nehm ich den. Ich komme mir heute echt vor wie so ein Metzger eigentlich, oder? Hast du deswegen diesen Witz mit dem Metzger vorhin gemacht? Das ist doch dieser Comic da mit dem Vampir, oder? Schneeflittchen, oder? Schneeflittchen. Ich kenne nur Aladdin und die Wunderschlampe. Da gab's noch mehr solche. Wir haben jetzt 6 Stunden Tattoo hinter uns. Denkt man nicht, aber an der Rippe ist es wirklich sehr, sehr schwer zu tätowieren. Es dauert wirklich viel länger. Bloß noch, weil wir hier auf dem Narbengewebe tätowiert haben. Was wir natürlich jetzt noch machen, ist direkt für unsere nächste Session ein bisschen vorzubereiten. Ich lasse nämlich niemanden gehen, ohne meine Ideen auf dem auszuleben. So, dass er sich das für nächstes Mal mal vorstellen kann, wie wir weitermachen. Jetzt ziehe ich das mal gerade eben mal ein bisschen drauf. Das ist nämlich so ein kleiner Trick von mir. Ich mache nämlich die Leute, wenn sie gerade ihr frisches Tattoo von mir bekommen haben, mache ich die nämlich immer wieder geil, dass sie nämlich direkt bei mir den nächsten Termin ausmachen, ne, Tommy? Funktioniert, Mann. Ich will noch einen Schriftzug nämlich reinklatschen. Viele Leute, die fragen mich immer, warum ich das immer erst mit einem so einem Stift mache und dann mit einer dunkleren Farbe drüber gehe. Ich skizziere mir das jetzt mit dem Stift einfach nur an. Und dann male ich quasi mit einer dunklen Farbe male ich schon am Ende das endgültige Motiv quasi drüber. Strahlen lassen wir da am Ende rauskommen. Ende. So, jetzt brauche ich einen Kugelschreiber. Ich muss sagen, dass voll oft, wenn ich am Ende so aus Scheiß irgendwas auf die Schnelle anskizziere, dass das meistens so gut ist, dass man es theoretisch fast immer stechen könnte. Also so auf erster Anhieb, wenn ich was freehande, ist das meistens immer so perfekt symmetrisch, dass man das am Ende eigentlich schon fast immer verwenden könnte. Ja, man, Frazito ist im Flow. Rapido. Dion, spice it up. Jetzt darfst du mal gucken, ob du das so haben willst. Das kommt schon gut. Klar kommt es gut. Echt fresh, oder? Sehr geil. Schön mit den Strahlen und so. Geil. Okay. Oder? Hast du hart durchgezogen auf jeden Fall. 6 Stunden an den Rippen. Keine Miene verzogen. Hart. Es gibt ja so Leute, die immer denken, ey, so Typen, die so ausschauen und so, die sind in Wirklichkeit, weißt du, gibt es immer so Leute, die so Sprüche reißen. Ja, das sind die Schlimmsten, die so ausschauen, die haben Hunger, aber nein, der Typ, der ist so, wie er ausschaut, auf jeden Fall. Die nordischen Gene sind es. Abschluss auf jeden Fall. Ja, man springt mich jetzt ein bisschen meine Feierabendstimmung noch. So, das war eine lange Session, wirklich eine lange Session, aber hat die immer Bock gemacht und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass täglich so viele Leute uns schreiben für Termine oder dass ich wirklich täglich das machen kann, was ich liebe, dass so viele Leute Bock haben, sich tätowieren zu lassen und dafür aus ganz Deutschland und sonst woher zu uns zum Tätowieren kommen. Das ist sehr geil und macht mich sehr glücklich, dafür bin ich wirklich dankbar. Oh, mein Rücken meldet sich danach zwar immer ein bisschen zu Wort, aber egal wie geil der Job ist, so ein paar Side-Effects gibt es immer. Ich habe jetzt auch langsam Hunger, ich gehe jetzt noch sehr, sehr geil was essen im Ivory Club in Frankfurt. Wer den nicht kennt, der sollte da auf jeden Fall mal irgendwann essen gehen. Und dann ist der Tag für mich vorbei. Morgen heißt es wieder, neues Tattoo, another day, another dollar. Wieder Tagessession, wieder Videodreh. Stay tuned.